Ne? So. Ja. Da ist die Karte schon mal ein bisschen voller, ne? Jetzt nicht dramatisch, aber verlassene Hütte? Ach so, das war da mit hier Hans-Dieter-Wurst, ne? Stimmt, ich erinnere mich. Nun denn. Oh, Truhe. Zum Glück ist die weiß, dann kann ich einfach mal reingreifen. Gold. Aha, die Mammutstoßzahn darf ich nicht klauen? Wieso nicht? Oh, dann nehme ich... Okay, dann nehme ich den Trank. Den und den und den darf ich nicht. So, kein Problem. Nichts gelernt. Schade. Ich habe gehört, dass die Legenden zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so. In der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Nee, der hat nichts Gutes zu sagen. Ich suche jetzt zurzeit den Vogt. Den Vogt, den Vogt, den Vogt. Hier war ich schon. Auf die andere Seite. Lass mich. So. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Es gibt zurzeit leider kein Haus. Aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Hm. 5000 Gold. Ich besitze im Augenblick nicht genügend Geld. Oh, ich verstehe. Nun, das Haus ist unter Umständen noch zu haben, wenn ihr die nötigen Mittel zusammen habt. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Gut. Warum ist euer Friedhof so groß? Über die Jahrhunderte wurden hier viele Schlachten geschlagen. Gräber wurden ausgehoben und Denkmäler errichtet. Um sie herum ist dann die Stadt gewachsen. Mit der Zeit wurde Falkenring dann als Friedhof der Helden bekannt. Viele edle Jarl und berühmte Krieger wünschten sich, hier begraben zu werden. Der gute Ruf von Falkenring ist zwar etwas verblasst, die Gräber sind aber noch hier und erinnern uns an die eine unausweichliche Wahrheit des Lebens. Okay. Wie lange seid ihr schon Vogt? Den Geier hat mich zum Vogt ernannt, vor langer Zeit, als er noch jung war. Als den Geiers Gesundheit sich verschlechterte, wurde der junge Sidgeier an seiner Stadt zum Jarl ernannt. Es war einfacher, mich als Vogt zu behalten. Es interessiert Sidgeier nicht, dieses Fürstentum zu regieren. Also überlässt er die damit verbundenen Aufgaben mir. Ich selbst tue mein Bestes, damit die Leute gerecht behandelt werden. Also ist sie eigentlich der Jarl. Und der andere ist einfach nur so ein kleiner Pisser. Das kennen wir schon. Möge die Weisheit auf ewig euren Pfad erhellen. Ja, ist ja gut. Wie viel Geld hab ich denn? Das ist jetzt meine Frage. Kann ich mir das Land kaufen? Gold, 2000, ja? Wenn ich mich jetzt geschickt anstelle, könnte ich es mir sogar kaufen. Von daher. So. Wo haben wir denn hier so einen Laden? Alter, du schwirrst hier immer noch rum. Kauf dir wenigstens mal vernünftige Klamotten, Mann. Totenlichthof? Ja, das gefällt mir nicht. Ich brauche einen Laden. Was bist du? Totmannssturm, ey. Heißt hier jedes Haus irgendwas mit Tod? Was ist denn das? Krass. So, ich will jetzt endlich Grundstück. Kommt doch herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder
oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden. Ihr werdet die Männer hier in Windeseile um euren Finger wickeln. Oh ja. Yeah. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Arten Reden, zu Denker von Stuhn. Ich war einmal Jarl, aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Du warst also vorher mal der Jarl. Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sittgeier. Der ist ein wahrer Freund Sirodiils. Ihr sagt also, es gibt eine Verschwörung gegen euch? Nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Lot den Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Lots Haus ein und besorgt diesen Brief. Ich werd's machen. Gut. Okay. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Aha. Es muss irgendwas mit den Add-ons zu tun haben. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Okay, ich habe etwas zu verkaufen, aber du hast nicht viel Geld, Spasti. So, Essen. Alter Wein kann weg. Zum Glück bin ich hier ja kein Alkoholiker, deswegen verkaufe ich mir meinen ganzen Alkohol. So. Zutaten. Ich habe gar nichts. Das ist doch hier im Drecksladen. Ja, halt's mal. Ich brauche Geld. Mann. Brauch 5000! So nichts. Was? Was zur Hölle geht. Vampir-Diener. Wo ist mein Bogen? Was geht denn hier ab plötzlich? Danke, Lady. Du lebst? Okay. Ja, vielen Dank, Leni, dass du so gut reagiert hast. Ich habe mich erstmal komplett erschrocken. Was ist das denn? Vampirmeister? Vampirrüstung? Okay, nehme ich mal mit. Na, Leni, hast du vielleicht Bock, eine neue Rüstung zu tragen? Was braucht ihr? Also, zuallererst darfst du mir gerne das Zwergenschild wiedergeben. Und ich habe keine Ahnung, was du gerade trägst von dem. Aber ich nehme dir mal die Stahlschienen weg. Und eine Sache kann ich noch wegnehmen. Ne, die trägst du gerade nicht, ne? So, komm, den orkischen Bogen kann ich auch noch. So, Bekleidung. Möchtest du vielleicht meine neue Vampirrüstung tragen? Die sieht doch geil aus. Ich meine, außer dass dieser BH da integriert ist und ich weiß auch nicht. Ich gebe es dir einfach erstmal. Geben.
Hey, du sollst das anziehen. Warte. Bekleidung. Du trägst gerade die Stahlrüstung. Achso, 34, okay. Nehme ich die mal an mich. So. Wie sieht die Rüstung aus an dir, hä? Zum nächsten Mal, Wächter. Es hat doch Stil. Die Dämmerung behütet uns alle. Was braucht ihr? So, Vampirstiefel brauchst du ja nicht, ne? So, das nehme ich mal an mich. Aber Bekleidung. Du kriegst deine Rüstung wieder. Toll. Jetzt habe ich meins ausgezogen. So, meine Lederrüstung. So, oder ne, Diebesrüstung. Diebesrüstung hatte ich an. Stimmt. Es war mir eine Ehre, Wächter. Aber sie hat gerade gezaubert. Das heißt, sie kann ruhig das Schwert da hinten haben. Das macht ihr nichts aus. Aber das waren doch viel mehr. Oder sind die alle explodiert? Ah, hier ist noch einer. Vampir-Diener. Geld. Eisenpfeil. Naja. Vampir-Diener? Achso. Ah, den habe ich hier erwischt. Auf jeden Fall, das war crazy. Und keiner hat mir geholfen, ich danke euch. Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden, um sich in einen zu verwandeln. Das ist hoffentlich nur ein Märchen. Die haben mich gekratzt! Warte. Kann ich irgendwo was... Meine Ausdauer ist verringert. Was ist meine Ausdauer verringert? Scheiße, ich kann auch nicht zum Vampir werden, oder? Ich will kein Vampir werden. Verdammt, wo sehe ich? Moment. Statistik. Kann ich hier vielleicht irgendwas sehen, ne? Herstellen, Verbrechen, Magie, Kampf, Quest. Allgemeines. Pferde, Taschendiebstahl, Krankheiten überstanden. Ich habe eine Krankheit überstanden? Ja gut, dann... Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Scheiß drauf. Was ich aber machen möchte, ist... beim Schmied einbrechen. Stiehlt da... So, gibt es hier vielleicht noch eine Hintertür? Nein, leider nicht. Eine Seitentür vielleicht? Kann ich noch irgendwas klauen? Ich hätte ja hier nichts. Was ist das für eine arme Sau eigentlich? So. Nein! Scheiße, ich habe keine Dietriche mehr. Stimmt, da war ja was. Ich wollte ja Dietriche kaufen. Stimmt ja, stimmt ja. Nein, tut mir leid. Alter, lungere ich hier immer noch rum. Ah, ich muss keine Dietriche haben, glaube ich. Ich meine, solange ich nichts knacken muss. Ist klar. Ich werde es jetzt mal Tag werden lassen. Und dann werde ich eiskalt mal in seine Hütte reingehen und den Brief aus der Schublade holen, hoffentlich. Ich hoffe, er ist in der Schublade drin und nicht in der Truhe. So. Immer noch zu. Warten wir halt nochmal 3 Stunden. Hardfire, genau, das sehe ich jetzt gerade, weil ich auch im Zeitalter des Herzfeuers bin. Hardfire war das Addon. Och, leck mich doch. Leck mich doch. Alter, fick die Katze. Gibt's doch nicht. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher. Gruftiges... Was ist das für eine Emo-Stadt? Tod hier, Tod da, gruftig hier, Verwesen da. Alter Schwede, Vampire... Ist unglaublich. So.